Mein Name ist Max Payne. Meine Frau und meine Tochter wurden ermordet. Das Ganze stand in Verbindung mit der Designerdroge Wii. Ich wechselte vom NYPD zur DEA, tauchte unter, um ihre Mörder zu finden. Ich kam ihnen zu nah. Der Mord wurde mir angehängt. Ich hatte nichts zu verlieren und legte mich mit der Mafia an. Im schlimmsten Schneesturm des Jahrhunderts. Meine erste Station war Vinnie Gonetti. Abschaum, mit der Gewohnheit, seinen Ärger an minderjährigen Callgirls auszulassen. Nachdem ich hatte, was ich wollte, ließ ich ihn blutend auf dem Asphalt liegen. In einem Gothic-Nachtclub traf ich Mona Sachs. Sie war ein bezahlter Killer. Wir verfolgten den gleichen Mann, den sadistischen Ehemann ihrer Schwester. Ich fühlte mich zu ihr hingezogen und wusste, dass es falsch war. Ich machte einen Deal mit Wladimir Lem, der Russe, ein Macher. Er lieferte mir den Gangsterboss, hinter dem ich her war. Aber ich steckte bis zum Hals in der Scheiße. Die Regierung war mit von der Partie. Ein mysteriöser Mann namens Alfred Wooden nannte mir den Namen meines eigentlichen Feindes. Nicole Horn. Wooden und Horn waren Mitglieder eines Geheimbundes, dem Inneren Kreis. Sie steckte hinter Wii, hinter allem. Bei ihrer Arbeit für den Staatsanwalt hatte meine Frau zufällig Papiere gesehen, die Horn belasteten. Wooden versprach sich, um den Staatsanwalt zu kümmern, wenn ich Horn erledigte. Deputy Chief Jim Bravura vom NYPD verfolgte die Spur der leeren Patronenhülsen, die ich zurückließ. Die Schüsse übertönten die Sirenen, aber sie konnten das Schluchzen meiner toten Frau nicht überdecken. Mona kämpfte an meiner Seite gegen Horn. Dafür fing sie sich eine Kugel. Ihre Leiche verschwand hinter den sich schließenden Türen eines Aufzugs. Ich erledigte Horn. Ich ergab mich der Polizei. Ich hatte genug Beweise gegen Wooden, um zu wissen, dass er sein Versprechen halten würde. Ich bildete mir ein, dass alles vorbei sei. Ich war noch am Leben. Meine Familie immer noch tot. Es war nicht vorbei. Stecke ich wohl in Schwierigkeiten, was? Sie waren alle tot. Liebe tötet. Liebte ich sie? Hatte ich eine Wahl? Die Vergangenheit ist ein klaffender Schlund. Je mehr du vor ihr davonläufst, desto tiefer und schrecklicher wächst sie hinter dir an. Der Abgrund dicht hinter deinen Fersen. Die einzige Chance ist, dich umzudrehen und ihr zu begegnen. Wir sind am Tatort. Wiederhole, wir sind am Tatort. Aber es ist wie ein Blick hinab in das Grab deiner Liebe. Bereich durchsuchen! Feuer einstellen! Oder den Lauf einer Pistole zu küssen. Die Kugel zittert in ihrem dunklen Nest, bereit, dir den Kopf wegzureißen. Wir verlieren ihn. Mehrere Schusswunden. Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß was noch. Er hat einen Schock, zwei große Zugänge, intravenös, Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht. Der Kerl ist am Ende. Wir verlieren ihn. Als ich heute Abend im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Ich öffnete meine Augen. Langsam wurde alles klar. Sie war tot. Ich war verletzt. Mein Verbrechen lag wie ein hungriger Abgrund hinter mir. Ich musste rennen, alles so weit wie möglich hinter mir lassen. Ein Fehlstart. Das Krankenhaus war nicht der Anfang. Dort gab es schon keinen Weg zurück mehr. Der fatale Entschluss bereits getroffen. Und es würde noch schlimmer werden. Die Vergangenheit ist ein Puzzle. Wie ein zerbrochener Spiegel. Man setzt es zusammen, schneidet sich. Das Bild verändert sich. Und man selbst mit ihm. Es kann dich zerstören, wahnsinnig machen und befreien. Sie da drinnen, lassen Sie die Waffen fallen und kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Man sieht all die unbewusst getroffenen Entscheidungen. Man geht lange mit Freunden aus, anstatt nach Hause zu seiner Familie zu gehen. Ausschwärmen, Männer! Verteilen! Alle Ausgänge abdecken! Der Kuss ließ mich an das kalte Gesetz von Ursache und Wirkung denken. Wo
sind die zusätzlichen Einheiten? Ruf die Zentrale! Wir brauchen hier jede verfügbare Einheit! Ich habe Angst. Aber ich beginne am Anfang. Verfolge meine eigenen Schritte bis zum Schauplatz des Verbrechens. Ich wollte bestraft werden für das, was ich getan hatte. Aber Alfred Worden hatte sein Wort gehalten. Dank seines Einflusses ging ich unversehrt aus meiner Geschichte der Gewalt hervor. Als ein Held. Ich dankte ihm nicht, brachte es nicht über mich und verließ das DEA. Ich ging dorthin zurück, wo alles angefangen hatte. Zum NYPD. Aus einem Lager aus wurden Schüsse gemeldet. Bestätigen. Verstanden. Ich übernehme. 10-4. Das war kein Ruf für die Mordkommission, aber ich kannte die Adresse. Das Lagerhaus gehörte Wladimir Lem. Er hatte Verbindung zum organisierten Verbrechen. Wir kannten uns schon länger. Wie Brüder, die im Bürgerkrieg auf verschiedenen Seiten kämpfen. Seine Worte. Sie werden nachlässig, Payne. Sie haben's versaut. Ihren Tod kann ich nicht akzeptieren. Das können Sie besser. Ich tat so, als wäre alles beim Alten. Aber seit dem Moment, als die Aufzugtüren sich öffneten und Mona enthüllten, war alles anders. Annie Finn war lizenzierte Waffenmeisterin und Waffenhändlerin. Okay. Das Gelände gehört Wladimir Lem. 3 Gruppen. 1. Tote mit Verbindung zur russischen Mafia. Identifiziert als Finns Angestellte. 2. Die Mafia selbst. Und 3. Die Clowns in den Klamotten von der Reinigungsfirma. Sie erwähnten einen Namen. Kaufmann. Das ist schlimm. Und das ist erst der Anfang. Das gefällt mir gar nicht. Ihrer Payne. Es ergibt keinen Sinn. Für Sie, Winterson. Mord. Sebastian Gate. Das wird in alle Nachrichten sein. Der Senator? Winterson war die ideale Polizistin. Jemand, zu dem man aufsehen konnte. Auch Bravura wusste das. Wir hatten Glück, es gibt einen Augenzeugen. Sie sah mir über die Schulter wie ein Engel oder Dämon und flüsterte Warnungen. Ich wollte nicht hören. Mona war die Verdächtige in Wintersons Fall. Ich sagte nicht, dass ich sie gesehen hatte, behielt es für mich. Vielleicht war es, weil sie lebte, als alle um mich herum starben. Die Schuld des Überlebenden weggewaschen. Detective Wintersons Apparat? Geben Sie her. Ihr Freund. Die Computersuche für die Squeaky-Reinigungsfirma und Kaufmann hatte kein Ergebnis ausgespuckt. Ich musste mit Vlad sprechen. Wollte ihm die schlechten Nachrichten von Annie Finn überbringen. Vlad hatte den alten Nachtclub Ragnarok gekauft. Er renovierte ihn zu einem Szene-Restaurant, dem Wodka. Monas Erscheinung hatte alles durcheinander gebracht. Schizophren. Ich fühlte Freude und gleichzeitig Angst, dass alle Gespenster mit ihr zurückkamen. Vinny Gonitti, ein kriminelles Superhirn? Er erledigt alle, die er als Konkurrenz auf dem Waffenschwarzmarkt ansieht. Dieser kleine Mafia-Boss hat einen Deal mit einem mächtigen Partner. Womit verdienen Sie nochmal Ihr Geld? Pfadfinder Ihren Wort, Detective. Ich habe mich geändert. Ich bin jetzt ein besserer Mensch. Das Wodka wird das beste Restaurant der Stadt. Ich werde reich und berühmt. Annie war eine Prinzessin. Sie haben sie grundlos getötet. Haben Sie Ihre Hand gerade eben verletzt? Heißes Date gestern. Kann ich Sie einladen? Tun wir so, als wäre ich im Dienst. Endlich zu Hause. Etwas in der Nacht fühlte sich an, als wäre eine Tür geöffnet worden. Ein Echo der Vergangenheit. In den Tiefen meines Hirns schlug ein Monster die Augen auf. Wenn man die Augen schließt, muss man die Dunkelheit im Innern ansehen. Und jetzt Adresse unbekannt. Ich hatte schon lange nicht mehr geschlafen. Mein Kopf war voller Albträume. Ich war Gefangener eines Albtraums. Mein böses Double hatte mein Mädchen genommen. In einem Albtraum trifft man nur falsche Entscheidungen. Auf der Suche nach ihm war ich in eine alternative Realität geraten. New York City. Nachts wachte ich auf und fürchtete, der Tag sei nur ein vergessener Traum. Beim Aufwachen ist die Welt verschwommen. Was im Traum noch deutlich war, macht plötzlich keinen Sinn. Keine surreale Rettung. Kein magischer Fluchtweg. Aber du bist wach. Ein Türklopfen ließ mich wach werden. Hatte mich gefragt, wann sie kommen würden. Max,
Ich will Sie nicht umbringen. Wollen Sie mich nicht hereinbitten? Sie sind in Gefahr. Wir beide sind es. Auf uns ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Hier gibt es kein Wir. Sie sind eine Mordverdächtige. Ich müsste Sie festnehmen. Ich versteckte mich hinter meinem Abzeichen. Ihre Wohnung wurde überfallen? Das ist ja wie im Kindergarten. Ja, und was dann? Ein Kind mit einem Haufen Waffen, den Kopf voller Videospiele, verwandelt das Haus in einen Schießstand. Entzückend! Was zum Teufel ist los? Mit mir, meinte er. Ich hatte meine Zweifel über die Cleaner, die mich überwachten, und Mona. Nach Wladimir Lem steckte der Gangsterboss Vincent Gornetti hinter den Morden. Scheinbar hatte er einen Deal mit einem unbekannten Dritten. Vielleicht mit den Cleanern. Keine Ahnung. Irgendetwas passt nicht. Wenn das stimmt, stehe ich auf Gornettis Liste. Fast hätte ich Bravura angelogen. Ich redete mir ein, ich müsste zuerst die Fakten rausfinden, bevor andere die Beweise vernichten konnten. Aber das war eine Ausrede. Mona war mir unter die Haut gegangen. Davor konnte ich meine Augen nicht mehr verschließen. Das war wichtiger als der Job. Sie hatte versucht, mich zu erreichen, die Nummer hinterlassen. Riskant, die Nummer auf der Wache zu hinterlassen. Verfolgen Sie den Anruf, dann werden Sie sehen, dass ich aus Hongkong anrufe. Winterson? Ich gebe Ihnen meine Adresse. Passen Sie auf, dass man Ihnen nicht folgt. Max, was geht da vor? Was meinen Sie? Machen Sie keinen Blödsinn. Sie müssen mir schon mehr geben als das. Der innere Kreis. Und weiter? Der Geheimbund verfolgt jeden, der von seiner Existenz weiß. Nun mal halblang, können Sie es beweisen? Ich habe einen Kontaktmann. Er will reden. Alfred Walden? Nein. Wie auch immer, ich kann Sie zu ihm bringen. Sie sagte mir nicht die ganze Wahrheit. Gehen wir. Der Kreis geht zurück auf jahrhundertealte Freimaurerkulte. Korruption und Attentate reichen bis hinauf auf allerhöchste Ebene. Okay. Und ich dachte schon, Verschwörungstheorien seien außer Mode gekommen. Wir sind da. Und die auch. Ich bin der Einzige, der hier eine Kanone benutzt. Welche Etage? Sie sind hinter ihm her. Die Aufzüge funktionieren mit den Schlüsseln der Apartments und von diesem Pult aus. Sie haben die meisten auf den einzelnen Etagen blockiert. Die Wachen haben den Alarm ausgelöst, bevor sie starben. Dann müssen wir uns eben beeilen. Sollten wir nicht auf die Bullen warten? Hier. So können wir in Kontakt bleiben. Was haben Sie gedacht? Haben Sie überhaupt was gedacht? Ich habe eine Spur verfolgt. Sie hat mir geholfen. Sie ist eine entflohene Mordverdächtige, verdammt nochmal. Ich habe versucht, diese Menschen vor den Cleanern zu retten. Die zwei Fälle hängen zusammen. Meiner und Wintersons. Die Cleaner haben Senator Gate umgebracht. Sie hängen zusammen. Winterson kann sie beide haben. Sie unterstützt sie nicht. Ich habe nur meinen Job gemacht. Tut mir leid, Ihnen das anzutun, Payne, aber es ist zu Ihrem Besten. Geben Sie mir Ihre Waffen. Ich setze Sie an einen Schreibtisch. Schreiben Sie mir einen Bericht über die Vorkommnisse in der Upper East Side. Verbrüderung mit dem Feind. Ich war zu weit gegangen. Der Augenblick vor dem Fall, wenn der Zeichentrick-Coyote bemerkt, dass er nicht schwerelos ist. Gehen Sie mal zu einem Psychologen. Sie haben es nötig. Wenn Sie bereit sind für die anonymen Alkoholiker, kommen Sie zu mir. Nehmen Sie sich ein Herz. Und schicken Sie mir jemanden, der mir bei der Sauerei hier hilft. Keine Angst, Vlad ist hier. Die Welt wurde zu klein für Behaglichkeit. Zu viele Zufälle. Bang, Sie sind tot, Max Payne. Ein Captain Baseball Bad Boy Kostüm mit riesigem Kopf lag auf dem Rücksitz. Rüsten Sie sich für Halloween? Max, teurer Freund, das ist mein trojanisches Pferd in dem Krieg, den Vinnie Cognetti begonnen hat. Apropos, gibt's was Neues? Seien Sie so nett, setzen Sie mich in Coney Island ab. Sagt Ihnen der innere Kreis was? Die sind alles andere als mystisch, auch wenn Sie das selbst gerne sehen. Auch nur eine Stufe über dem organisierten Verbrechen. Ich weiß, was Sie meinen. Cognetti hat einen Deal mit denen. Was ist mit Mona Sex? Ich kenne sie, ihren Ruf als Auftragsmörderin. Hab gehört, sie ist eine heiße Braut. Ich würde sie ficken. In diesem Augenblick hasste ich Vlad.
Max, ich brauche Ihren Rat als Freund. Ja. Angenommen, die einzige Wahl, die man hat, ist genau das Falsche zu tun. Dann ist es nicht unbedingt falsch. Mehr sowas wie Schicksal. Man muss tun, was man tun muss. So leicht ist es nie. Wir stimmen überein, nicht überein zu stimmen. Warum war ich noch einmal dort? Warten Sie. Warten Sie eine Minute. Reden Sie mit mir. Wovor haben Sie solche Angst? Was wollen Sie von mir? Die Dinge, die ich will, von Max Payne. Eine Zigarette, ein Whisky, dass die Sonne scheint. Ich will schlafen und vergessen. Die Vergangenheit ändern. Ich will meine Frau und meine Tochter zurück. Unbegrenzte Munition und eine Lizenz zum Töten. In diesem Moment wollte ich sie mehr als alles auf der Welt. Los geht's! Leg sie um! Du hast sie hergeführt. Gehen wir zu mir. Da können wir sie fertig machen. Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nicht auf Mona warten. Das war Vlads Ausrede. Schicksal. Ich vertraute mir selbst nicht. Max. Ich hatte das Funkgerät vergessen, das Mona mir gegeben hatte. Max. Ich bin hier. Die Cleaner nehmen mich ein Stück mit. Ich sag Bescheid, wenn wir angekommen sind. Max, was Ihnen passiert ist? Ich kann jetzt nicht reden. Ich konnte sie nicht knacken. Ich musste den Fall knacken. Wie immer kannten die Toten alle Antworten, die ich brauchte. War nicht so, dass sie nicht reden wollten. Ganz im Gegenteil. Die Toten hatten viel zu erzählen. Und sobald sie anfingen, würden sie nie wieder aufhören. Ihre Stimmen würden dich nachts vom Schlafen abhalten. Die Leichen, sämtliche Beweise der Morde, die Cleaner begangen hatten. Alle Antworten. Es würde Tage dauern, das abzuarbeiten. Mona, ich weiß, das klingt verrückt, aber du musst die Bullen rufen. Sie müssen herkommen. Stimmt. Du bist verrückt. Ich bin gerade aus der Haft geflohen. Ich würde dich doch nicht fragen, wenn... Was zur Hölle, Max? Mona? Verdammt! Ich wusste nicht, was Mona wollte. Ob es das Gleiche war, hinter dem ich her war. Diejenigen zu töten, die sie umbringen wollten. Die Kugel echt oder eingebildet in ihrem Kopf, die ihre Synapsen anregt. Sie antreibt. Sie war auf der Baustelle angelangt, als ich in dem abgerissenen Gebäude war. Ich weiß nicht, was hier weiter passiert ist. Max, ich bin an der Baustelle. Wo bist du? Halten Sie sich raus, Max. Sie machen alles nur noch schlimmer. Sie wurden suspendiert. Sie ist eine von Ihnen. Sie will mich töten. Ich tue meine Pflicht. Sie ist eine Mordverdächtige. Ich verhafte sie. Sie widersetzt sich und wird erschossen. So sicher wie die Kugel durch Fleisch, Organe und Knochen des Opfers fährt, wird das Bild des Mannes, der den Abzug zieht, zerstört. Ganz ruhig! Zurück, Payne! Blicke ich zurück, sehe ich dieses Bild. Diese Momente. Weiß wie Schnee, töten dich, verändern dich. Du stirbst und lebst weiter, neugeboren. Nein, Mona! Winterson! Hier entlang, schnell! Los! Lauf weg! Mona! Hier drüben, halt! Ah! Detective Winterson! Officer getroffen! Er ist über den Rand gefallen! Der böse Geist der Grube. Egal, wie lange du brauchst, um nach oben zu klettern. Der Fall dauert nur einen Augenblick, wie bei einer Sucht. Ich träumte von meiner Frau. Darin tötete ich sie für meine Geliebte. Wir verlieren ihn. Mehrere Schusswunden, Pupillen erweitert, Schädeltrauma, Gott weiß was Er steht noch. Unter Schock, zwei große Zugänge intravenös, Intensivstation, sofort. Er reagiert nicht.
Der Typ ist am Ende. Wir verlieren ihn. Ich hatte Mona gewählt. Ich fühlte mich, als hätte ich sie verloren. Du bist ein Engel, Max. Plötzlich stehst du vor den Überresten deiner eigenen Schöpfung. Bleibst du dort, die Augen geschlossen, Angst, dich zu bewegen, in der Hoffnung zu verbluten? Oder kriechst du hinaus, hilfst deinen Lieben und sorgst dafür, dass sich das Feuer nicht ausbreitet? Das ist Ihre letzte Warnung. Wir haben das Gebäude umstellt. Lassen Sie die Waffen fallen, kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Die ganze Zeit haben wir das Märchen vom Dornröschen falsch verstanden. Alle Einheiten in Position! Wir sind bereit! Der Prinz hatte sie nicht geküsst, um sie zu wecken. Nach 100 Jahren Schlaf wacht niemand wieder auf. Okay, Leute, macht euch bereit, reinzugehen. Wir sind soweit. Es war genau andersrum. Er küsste sie, um selbst aus dem Albtraum aufzuwachen, der ihn dorthin gebracht hatte. Als ich heute Abend im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, es könnte nicht mehr schlimmer kommen. Im Schnelldurchgang von dem hier zu Wintersons Leiche im Leichenschauhaus des Hospitals. Ich war ein Mörder. Ein Kopfkiller. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht wählen kann, wie man sich fühlt. Ich hatte lange genug am Boden der Grube gelegen. Zu lange. Immer noch war Mona die Antwort. Aus den Augenwinkeln konnte ich sie erahnen, fühlte ihre Gegenwart, wo immer ich auch war. Ich versuchte ihren Weg, den gewundenen Pfad der magischen Kugel in ihrem Kopf zu verfolgen. Ich konnte sie nicht finden. Ich verließ die Stadt in die Richtung, die Mona mir gewiesen hatte. Zu einem Mann, dessen Spezialität Antworten waren. Die Architektur von Wurdens Anwesen hatte ihren Ursprung in der europäischen Dunkelheit. Genau wie der innere Kreis. Mr. Payne, ich habe Sie erwartet. Der einzige Grund, warum Männer Kriege beginnen, Liebe. Was ist mit Monas Hex? Nächste Frage. Schön. Warum versucht der innere Kreis, mich umzubringen? Ich sterbe. Krebs. Die Macht rennt mir durch die Finger. Es gab eine Rebellion. Eine Gruppe Abtrünniger hat innerhalb des Bundes einen Bürgerkrieg angezettelt. Jeder Widerstand wird eliminiert. Wir verschwenden unsere Zeit mit Bandenkriegen. Venegoniti? Nein, Wladimir Lem. Ich kannte die Antwort, bevor er sie ausgesprochen hatte. Vlad hatte gelogen. Die Cleaner waren seine Leute. Wladimir Lem war schon seit vielen Jahren Mitglied des Bundes, des inneren Kreises. Cognetti wird durch seine Hände sterben. Danach kommt dieser Verräter zu mir, seinem einstigen Mentor. Ich weiß es nicht. Ist das ein Verbrechen? Ist es strafbar, glücklich zu sein? Sie haben dich nicht mit meinem Jungen gesehen, haben dich nicht mit mir gesehen. Ich vermisse dich. Ruf mich an. Die Vergoldung der Maske hatte einen Sprung und enthüllte die Fäulnis darunter. Wintersons Geständnis wusch meine Schuld nicht fort. Es machte alles nur schlimmer. Ich hatte eine Verabredung mit Vlad, bei Vinny. Nein, Payne, nicht Sie! Warum muss mir das passieren? Payne, Sie müssen mir helfen. Hier drin ist eine scheiß Bombe. Wenn ich den Kopf abnehme, geht sie hoch. Bye, bye, Vinny. Sie sind ein verschissener Kopf, also helfen Sie mir. Wie ist das passiert? Der Russe hat mich verarscht. Willkommen im Club. Ich kann Ihnen helfen, ihn zu kriegen. Ich schwöre. Holen Sie mich hier raus, dann helfe ich Ihnen. Dann haben wir jetzt einen Deal. Na, das war ein Spaß. Auf eine miese, kranke, überhaupt nicht witzige Art. Winnie brauchte Mona ebenso sehr wie ich. Versuchen wir, Mona Sex zu finden. Sie kann die Bombe entschärfen. Sind Sie irre? Die ist genauso schlimm wie der Russe. Die gehört doch zu der gleichen verfickten Truppe. Ich muss sie enttäuschen. Ich war verzweifelt genug, Mona in der Geisterbahn zu suchen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Max, mein teurer Freund. Waffe fallen lassen oder die Bombe geht hoch. In meinem Kopf tickte eine Bombe, die kein Schmerzmittel entschärfen konnte.
Blatt und seine Männer gingen, nachdem sie mit mir und Winnie fertig waren. Ich weiß nicht, wieso Mona plötzlich auftauchte. Ich kann nur spekulieren. Es war klar, dass sie hinter Vlad her war. Max. Sie musste angekommen sein, nachdem er weg war. Andernfalls wäre er jetzt tot. Und sie wäre nicht zu mir gekommen. Max, komm schon. Zeit aufzuwachen. Der Tod ist unausweichlich. Die Angst lässt uns auf Nummer sicher gehen. Blockt Emotionen ab. Das Spiel kann man nicht gewinnen. Ohne Leidenschaft ist man bereits tot. Alles eine Frage der Sichtweise. Gebunden an Zeit und Raum, Liebe und Freundschaft, Leben und Tod. Vlad hatte mich mit vorgehaltener Waffe zu Monas Apartment geführt. Hab sie im Wodka und bei Vini immer knapp verfehlt. Alle guten Dinge sind drei. Den hier kriegen wir da nicht drauf. Der Kopf ist zu groß für die Tür. Lasst Vini in der Geisterbahn. Da gehört er hin. Ich komme in einer Minute zu ihm. Ironisch, nicht wahr? Was denn? Dass sie sich in den Killer verliebten, der für den Mann arbeitet, der ihre Familie töten ließ. Liebe ist blind. Alles ist subjektiv. Entscheidung, Antworten, gut und böse. Woden schickte dem Staatsanwalt die Projekt Valhalla-Akte, um ihn zu verschrecken. Ihre Familie hat den Preis gezahlt. Mona ist wie ich, nur auf der anderen Seite. Sie tötet die mit mir verbündeten Mitglieder des Bundes. Wie witzig. Ich hasse es, das zu tun. Aber Sie wissen ja, wie Sie sind. Sie würden nie aufgeben. Einstein hatte recht. Zeit ist für den Betrachter relativ. Wenn man in den Lauf einer Pistole blickt, verlangsamt sich die Zeit. Das ganze Leben spult sich ab. Narben und gebrochene Herzen. Max, komm schon. Zeit aufzuwachen. Sie war wunderschön. Ich hasste sie dafür, dass ich so fühlte. Jetzt, da wir zusammen waren, wollte ich keine Antworten von ihr hören. Bist du okay? Vlad war unterwegs zu Wodens Anwesen. Sei nicht dumm. In deinem Zustand gehst du nirgendwo hin. Du wirst sterben. Ist mir egal. Das ist nicht dein Kampf, Max. Noch kannst du gehen. Ich bitte dich. Ich verdiente nicht, davon zu kommen. Es gibt kein Happy End. Du kommst mit mir. Es war zu spät. Ich konnte ihr nicht trauen. Nicht bevor das hier erledigt war. Vlad hatte recht. Es gibt keine Wahl. Nichts außer einer geraden Linie. Die Illusion kommt hinterher, wenn man sich fragt, warum ich und was wäre wenn. Im Rückblick sieht man die Abzweigung wie bei einem Bonsai-Baum oder einem Blitz. Hätte man etwas anders gemacht, wäre man es nicht selbst. Jemand anders würde zurückblicken und eine andere Reihe von Fragen stellen. Mona, warte! Halt! Das ist Liebe. Jemand zieht dich aus den Trümmern, wenn du aufgegeben hast und liegen bleibst, um den Tod zu erwarten. Du hättest nicht herkommen sollen. Es ist mein Job, hier Ordnung zu machen. Und du gehörst dazu. Wirf die Waffen weg. Das ist Liebe. Wenn dir jemand zeigt, egal um welchen Preis, dass es Hoffnung gibt, einen Ausweg, dass du deine Waffe niederlegen kannst. Siehst du? Ich kann es nicht. Du bist ein Bastard, Max. Das ist Liebe. Liebe tut weh. Ich hatte mich so gefreut, dass ihr zwei euch gegenseitig umlegt. Man kann nicht alles haben. Hier war ich schon einmal gewesen. Ground Zero. Wie stehe ich denn da, wenn sie sich einfach weigern zu sterben? Halt! Es tut mir leid. Genug! In meinem Kopf zündete eine Bombe. Die Kugel in meinem Hirn bewegte sich ein mikroskopisch kleines Stück. Die Vergangenheit ist ein klaffender Schlund. Man muss sich umdrehen und ihr entgegenblicken. Wie ein Kuss auf die Lippen der toten Geliebten. In der Tiefe ihres Mundes lauert die Nacht.
Wir sind bereit zu leiden. Für die Dinge, die uns wichtig sind, zu sterben. Für die Liebe. Für die richtigen Entscheidungen. Durch sie hatte ich den Fall gelöst. Meinen Fall. Alles. Wer ich bin. Es wird alles gut werden. Mein Gott. Jetzt stecke ich wohl in Schwierigkeiten. Was? Sie war tot. Die Kugel in ihrem Kopf hatte das Ende ihrer Reise in Zeitlupe erreicht. Achtung! Wir gehen rein! Los, los, los! Es ist fast Morgen. Aufwachen aus dem amerikanischen Traum. Mein Gott! Mein Gott! Was ist hier drinnen passiert? Sie sind alle tot. Wie alles, was ich liebe, gehörte sie jetzt für immer mir. Sie hatte mich hierher geführt, zu diesem Augenblick der Klarheit. Die Zeit angehalten, blicke ich mich um mich selbst zu sehen. Und ich werde in diesem Akt des Sehens neu geboren. Hier unten, hier lang, da, ganz ruhig! Oh mein Gott, hier ist jemand am Leben! Detective Payne? Er ist noch am Leben! Wir brauchen hier einen Arzt! Er lebt noch! Ich träumte von meiner Frau. Sie war tot. Aber es war in Ordnung.